Ebenfalls neu und komplett überarbeitet ist das ganze Raumprogramm innerhalb der Massivversion. Wir haben eins gemacht, wir haben zum einen die gesamte Hinterlegung, was die Optik der 3D-Darstellung der Räume angeht, überarbeitet. Das heißt also, mit der Version 23 ist es so, dass jeder einzelne Raum von uns angefasst wurde und im Bereich der Texturierung komplett neu eingestellt ist. Der Vorteil für Sie ist, wenn Sie jetzt auf diese Datenbank zugreifen, dass die 3D-Darstellung, wenn Sie ins Haus reinschauen, wenn Sie ein Panorama machen, wenn Sie den Kunden über VI-Cloud durch sein Haus durchlaufen lassen, wenn Sie es vielleicht als Virtual Reality mit einer VR-Brille machen, dass immer dann, wenn Sie ins Haus reingucken, immer dann, wenn Sie die Raumbelege sehen, mit der neuen Version dort die neuesten Raumtexturen verwendet werden, sie sehr, sehr schöne Reflexionen und Spiegelungen kriegen, in den Wohnräumen und Schlafräumen halt dunkle Holzböden drin sind mit weißen Sockelleisten, die Wände und Decken sind alle hell gestaltet, eben sehr, sehr glatt in der Struktur, nicht mehr mit Tapeten versehen. In den Nebenräumen wie Kinderzimmer und so weiter und so fort ist auch ebenfalls ein Holz- oder ein Laminatboden entsprechend drin mit einer entsprechenden Holzsockelleiste. Die Bäder und die Räume, die gefliest sind, sind mit entsprechenden großformatigen Fliesen entsprechend hinterlegt, die mit versetzten Mustern ausgeführt werden. Da ist eine schöne Reflexion entsprechend drin. Das Ganze ist eben jetzt auf das, was momentan so mainstreammäßig, farbmäßig üblich ist mit Grau etc. hinterlegt. Und die Räume sind ebenfalls komplett klassifiziert. Das heißt also, sind für die BIM-Denkweise, das heißt also Datenaustausch, NF-Programmübergabe und so weiter und so fort, konform zu dem, was auch in der Kalkulation entsprechend hinterlegt ist, so eingestellt, dass wenn wir uns halt eine Raumausstattung eines Bades angucken würden, das Bad halt in der Kalkulation als Nassraum, der normal beheizt wird, eingestellt ist. Und das Gleiche ist natürlich ebenfalls hier in der Planungsdatenbank, wenn Sie auf die Version 23 als Massivbauer zugreifen, hinterlegt. Und die Wandteilung in den Nassräumen hier im Bad, der untere Teil bis 2 Meter, ne, ist natürlich wieder etwas, was auch automatisch in der Kalkulation alles gesynkt ist. Unten kommen eben Fliesen hin und im oberen Bereich, ne, kommt halt eben ein Anstrich hin. All das ist entsprechend hundertprozentig gesynkt, ist mit den neuesten Texturen versehen, ist mit sämtlichen Informationen für den BIM-Datenaustausch versehen und führt eben dazu, wenn Sie es verwenden, Sie haben automatisch eine schöne, neue, tolle Optik, wenn Sie diese Räume entsprechend neu setzen. Mit der Achtung für ältere, schon gezeichnete Pläne vor der Version 23 kommt ganz zum Schluss noch ein Hinweis, wie Sie in der Lage sind, ohne Aufwand, ehrlich, also ohne Aufwand, mit wenigen Klicks selbst Hunderte oder Tausende von Plänen an diese neue Darstellung anzupassen. Da gibt es einen Bachelor, den können Sie sich gerne noch mal in einem separaten Video anschauen. Was wir ebenfalls gemacht haben, auch das sei ganz, ganz deutlich an der Stelle für die Version 23 Branchenmodell Massivbau erwähnt, wir haben die Räume erweitert. Ganz, ganz viele VI-Anwender haben in den letzten Jahren, und das hat sich auch in den Branchenmodellen niedergeschlagen, das heißt für diejenigen von Ihnen, die mit der Kalkulation arbeiten, bitte unbedingt auch nochmal die Videos für die Kalkulation entsprechend anschauen. Viele, viele, viele VI-Anwender haben über die letzten Jahre eben angefangen, auch im kleinteiligen Mehrfamilienhausbau immer stärker einzusteigen. Und in diesem Kontext ist eine ganze Menge an Erweiterungen hier eben in den Raumprofilen erfolgt. Das heißt also, es gibt jetzt neu entsprechend einen Raum Dachterrasse, der gesynkt ist zu der bisher schon vorhandenen Ausführung Loggia. Auch hier gilt wieder, innerhalb der Kalkulation ist das Ganze natürlich ebenfalls so hinterlegt, dass diese Zuordnung für die Räume automatisch erfolgt, dass überall entsprechend automatisch die Raumprofile entsprechend gerechnet werden. Das heißt also, diese Sachen werden kalkulatorisch genauso entsprechend berücksichtigt. Wir haben außerdem den Fahrradraum ergänzt hier entsprechend als neuen Raum mit einer entsprechenden Ausstattung.
Es gibt außerdem für eben, ich hatte es gesagt, das Thema Mehrfamilienhaus auch den Mieterkeller, der entsprechend neu ist.